Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 29. Februar. Alle 4 Jahre wieder, ein seltenes Datum. Nichtsdestotrotz natürlich Anlass genug, heute wieder auf den Markt zu schauen. Und wir wollen zum Wochenauftakt am Montag hier gleich mal den Euro gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen, der zusehends seine seit Mitte Februar begonnene Korrekturbewegung sukzessiv weiter ausgebaut hat und jetzt mehr oder weniger schon ein Stück weit an der Klippe hängt, denn wie wir hier gleich sehen werden im Tagesschart, ist die Situation alles andere als wirklich klar im Sinne einer bullischen Fortsetzung. Chancen bestehen dennoch nach wie vor. Schauen wir mal kurz auf das große Bild vorab. Hier Wochenchart. Der starke Impuls, den wir hier gesehen haben von eben Anfang Februar, ist während der letzten 2 Wochen relativiert worden. Insbesondere in der letzten Woche ging es nahezu gnadenlos, insbesondere auch am Freitag dann steil bergab. Das war sicherlich hier eine Impulsbewegung, die so in diesem Umfang nicht hätte zwingend erfolgen müssen. Es wäre auch gedient gewesen, hier dem Euro in einem Bereich von 1,10 Halt zu gebieten. Das ist eigentlich auch eine grundsätzliche Annahme, die aber, wie man jetzt eben auch feststellt, ganz klar verworfen werden muss. Die Marke von 1,10 ist durch, auch auf Wochenschlusspreisbasis, und das ist durchaus ein Stück weit heikel. Schauen wir das Ganze hier im Tageschart jetzt genau an. Die Situation, die Sie sehen hier den blauen Tendenzpfahl. Die Idee war eben, um 1,10 eine Stabilisierung erfahren zu können. Alternativ, und das war diese blaue Linie, die auch schon seither im Stream so zu sehen ist, ganz klar auch tiefere Rücksetzer möglich. Insbesondere Touch des 50er Fibo-Levels und diese Aufwärtstrendlinie, die wir hier sehen, die grüne, insbesondere seit Januar. Aber man kann auch hergehen und das Ganze sogar seit Februar fortführen. So, muss man das machen. Möglichst viele Auflagepunkte suchen. Und da sehen wir, wenn wir jetzt hier noch ein Stück weit rangehen und versuchen, möglichst viele Unterpunkte der letzten Preisbewegung zu erhaschen, dass wir dann sogar schon hier diese Trendlinie gebrochen haben. Also je nachdem, schräge Trendlinien, schräge Typen, wie man die Trendlinie eben anlegt, lassen sich hier zweierlei Verhältnisse definieren. Tatsache ist, wir sind beim Euro-US-Dollar grundsätzlich eigentlich ganz gut in den Tag gestartet, bis dann eben hier gerade eben dann der Dämpfer erfolgte und das Währungspaar jetzt hier eben sichtlich nach unten kippte. Wir hatten hier Einzelhandelsumsätze, Importpreise und dergleichen. Das sorgte zunächst eigentlich für einen Move, aber seit 9 abverkauft. Das ist, wie gesagt, jetzt hier die heutige Kerze vom Montag, und die Hochs, ja, die liegen schon wieder ein Stück weit hinter dem Währungspaar. Hier die Freitagskerze. Generell Freitag statistisch eigentlich ein positiver Tag. Auch der Wochenabschluss generell beim Euro-US-Dollar hier über 50% die Werte. Davon ist eben jetzt hier zuletzt nicht viel zu sehen gewesen. Beim Euro bleibt die Tatsache, wenn wir ein neues Verlaufstief machen, unterhalb des Tiefs vom Freitag gehen, wir haben hier eine Intraday-Unterstützung, das schauen wir uns jetzt konkret im Stundenchart an. Hier der Ausverkauf vom Freitag. Am Freitagabend ging es dann zäh seitwärts bis eben dann zum Close der Woche. Dann hier Asia Session, mehr oder weniger Stabilisierung hier an dem Tief vom Freitag, später Nachmittag 1,0912, das entscheidende Level. Wenn das Währungspaar darunter kippen sollte, besteht die Gefahr einer unmittelbaren weiteren Korrekturfortsetzung. Hier auch nochmal die Aufwärtstrendlinie seit Januar. Die steht hier eben ein Stück weit zur Disposition. Wenn der Euro sich hier drüber retten kann, dann ist hier alles wieder im Lot. Dann kann man durchaus von weiteren Erholungstendenzen ausgehen, wenn nicht sogar, wenn wir hier speziell das Niveau von 1,097 überwinden, dann auch gleichsam hier wieder die Marke 1,10 anvisieren. Sie sehen hier diesen Horizontalwiderstand. Dann ist hier auf jeden Fall Reversal-Potenzial nach oben zugegen und könnte den Euro eben dann durchaus weiter rauftreiben, wie dies eigentlich eine Annahme war, die eben hier seit einiger Zeit vorherrschte. Also Rücksetzer wurden einkalkuliert. Jetzt hier in dieser Zone sind es an diesem gestrichelten Fall wesentlich tiefer, sollte es nicht gehen. Also unter 1,091, 1,090, dann kann es auch relativ schnell Richtung 1,085 gehen, hier 61er Fibonacci-Level und dann gegebenenfalls sogar noch eine Etage tiefer. Das muss genau beobachtet werden. Der heutige Wochenauftakt, der beinhaltet schon mal Spannung im Sinne dessen, dass wir hier schon eine schöne Erholungsbewegung gesehen haben, diese aber aktuell wieder zurückkommt. Schauen wir uns kurz die Saisonalität an, die zeigt hier auch eine kurzfristige Schwäche noch, dann Anfang März C seitwärts. Also so richtig Klarheit bringt uns hier die saisonale Indikation nicht. Wir gehen mal auf 40 Tage, um sozusagen noch
den März voll auszuschöpfen und in den April rein zu blicken. Ja, das sieht man. Okay, so ein Stück weit Rückenwind haben wir von links unten nach rechts oben gehend, ja, aber so richtig dynamisch hier an der Preisskala zu sehen, ist das Ganze nicht, eher volatil seitwärts. Damit muss man rechnen. Also Euro-US-Dollar, die Chancen rein saisonal sich hier zu stabilisieren unter technischen Gesichtspunkten ist jetzt hier höchste Not. Es ist zwingend notwendig, dass wir hier keine neuen mehr Wochentiefs machen. Geht es eben hier insbesondere unter das Tief dieser Kerze hier vom 3.2. 1,094 Daily Close darunter, würde hier diese positive Kerze, die hier ja zum Ausbruch über 1,10 führte und nachfolgend dann gute 300 Pips, 350 Pips nochmal generieren konnte, diese Kerze wäre dann definitiv relativiert und zugegebenermaßen die Rücksetzer technisch gesehen zu tief, als dass der Euro dann hier eine unmittelbare Chance auf weiter anziehende Preise hat. Also recht tricky das Bild aktuell. Euro ist aber auf jeden Fall einen Blick wert. Wir haben diesen Freitag auch noch die Non-Farm Payrolls aus den USA. Wenn es bis Freitag keine Entscheidung gegeben haben dürfte, wobei im Vorfeld auch noch genug Konjunkturdaten kommen, dann ist es sicherlich zu erwarten, dass am Freitag hier die Bombe platzt. Generell leicht positiven Bias beanspruche bzw. traue ich dem Euro auf jeden Fall noch zu. Dazu muss er aber jetzt hier nach oben anziehen. Ansonsten ist der Tanz auf der Klippe wohl dazu geneigt, dass es hier dann weiter in die Tiefe geht. Bleibt spannend, ist spannend. Ich sage erstmal danke fürs heutige Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen noch einen guten Handelsstart in die Woche. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen spätestens wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.